Ja, guten Tag. Wir sind hier bei Gecheckt in Minden und neben mir sitzt der, Jannik. genau, der Yannick. Und der Yannick hat aus einem Spiel, oder Yannick hat gerade erstmal eine Taste zu oft gedrückt. Das kannst du gerne einfach wieder mal xen und ins Spiel zurückgehen. Genau, der Yannick hat einen Mod zu einem Spiel und zwar zu dem Spiel Luigi's Mansion 2 in dem Spiel Minecraft. erstellt, Ja, ne? Genau. da drüben ist ein Ender Dragon, Den hast du aber nicht erstellt. nein, den haben wir hier eben gespawnt. Das war mein Türsteher, der wäre hier eigentlich drauf gestanden, hätte dann hier den Block vor die Tür gestellt und dann wäre niemand außer mir reingekommen und hat unseren Schuhabklopfer verschoben. Okay, aber wir haben jetzt hier, das ist deine Hütte. Ja. Genau, und Luigi's Mansion 2, was ist denn das eigentlich für ein Spiel? Ist ein 3D-Spiel Nintendo für 3DS, ne? ja, da spielt man halt Luigi und muss so Geister einfangen und da gibt es auch verschiedene Level. Hier ist noch so ein Blumenbeet, hier ist ein Okay. Sofa, Bücher und hier sind meine Mod-Sachen drin. Ah, okay, das sind die Sachen, die du alle selbst erstellt hast, ne? Ja. Okay, dann zeig mal, was du so erstellt hast. Das heißt, du hast einmal ganz viele, Geister? ganz Ja. viele Geister. Die gibt es auch im Spiel Luigi. Es gibt Ja. jede Figur, die du erstellt hast, gibt es auch in dem Spiel Luigi's Mansion, oder? Ja. Okay, super. Aber ich habe nicht alle Geister gemacht, manche konnte ich halt nicht erstellen. Einen mehr hätte ich eigentlich noch gemacht, aber der wollte das irgendwie nicht annehmen. Okay. Dann nehmen wir erstmal hier die ersten Sachen rein. Die ersten paar. Ich habe auch nicht nur Geister, ich habe auch noch ein paar andere Gegner oder Figuren aus dem Spiel gemacht. Ja. Und dann halt noch zwei Essenssachen und den Schreck weg, den Geistersauger. Das ist, was ist das? Ein Item, oder? Ja, ein Item. Genau. Oh, dann habe ich hier aus Versehen direkt den Essen erstellt. Der mich nicht durch meine eigene Tür durchlässt, dann lassen wir dich mal stehen. Genau. Hier So, will jetzt, ich. vielleicht kannst du mir, während du hier durchläufst, ja, kannst du mir Ja. mal erklären, wie, hier hast du denn so eine Figur erstellt? Mit einem Programm erst im Internet, da gibt es eine Seite, da kann man seine eigenen Mobs so erstellen. Und dann gibt es noch ein Programm, wo man das auch alles einstellen kann. Professor Igitt, der wird da auch noch rein. So, das hier ist der Boss, König Buhu. Ah, okay. Und die hast du alle, musstest du denn auch, hast du die auch selber designt, die Figuren? Ja, natürlich. Die habt ihr, die sind selbst designt worden, ne? Also ihr habt die quasi selber die Skins erstellt. Und dann. Und sind das jetzt alles böse Nur Kreaturen? nicht alle. Das hier ist der Professor, der Luigi den Auftrag erteilt, die Geister zu holen. Und das ist Luigi an sich. Und das hier sind die Geister. Und ich gehe jetzt mal in den Game Mode 0 und kämpfe mit denen. Also das hier ist der Schreck weg, der kann das hier machen. Das ist der Staubsauger. Wow. Starke Eigentlich Waffe, oder wie? würde er kein Feuer schießen, aber im ersten Teil konnte er auch Feuer schießen. Ich wusste halt nur nicht, was ich halt sonst machen könnte. Ja, Ich aber ist ja brauche eine ganz coole Idee. noch Pfeile und ich zeige aber erstmal hier die beiden Sachen. Hier Weil hast du auch noch erstellt, ne? Das eine ist ein, was ist das eine eine? Wassermelone. Ah, sehr cool. Die Die kann man kommt. essen? Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich eben nicht hinbekommen, die zu essen. Ja, okay, vielleicht kannst du die. Ja, Ja. spannend. So, Okay, ich cool. Und hat das wusste. Spaß gemacht, die Mods zu erstellen? Ja, manchmal nicht. Gab ja immer wieder so ein paar Probleme zwischendurch. Schwierigkeiten mit der Technik, ne? Ja. Und aber würdest du denn jetzt mal noch ein anderes Spiel testen, auch mal quasi einen anderen Mod erstellen? Hättest du noch Lust drauf? Ja, aber dann zu Hause mit meinem Papa. Hm? Der kennt sich auch mit sowas gut aus. Ah, Besonders okay. gut sogar. Sehr schön. Okay, gut. Sehen wir jetzt noch einen Kampf? Yep. Okay, ja, einmal kurz erstmal stark ausrüsten. Wahrscheinlich ist der Boss ziemlich stark, oder? Nee, der Boss nicht, an sich eigentlich nicht so. Der ist halt nur so, der ist also er ist nicht so stark, der Boss. Okay. Da brauchen wir ordentlich Pfeile, weil ein Pfeil ist ein Schuss für den Schreck weg. Okay, gut. Dann Dann. rüste ich mich jetzt erstmal hier auf. So, mit den normalen Rüstungen. Es gibt unzählig viele Mods und das hier ist wirklich bestimmt einer der schlechtesten. Und ich kenne wirklich kaum jemanden, der den vielleicht spielen würde.
Wir verlinken den warum? Das sind noch irgendwie echt ganz witzige Figuren, die du eingebaut hast. Man könnte den Mod für die auch verbessern. Ja. Aber jetzt gibt es erstmal Kampf. So. Ja. Games Mode 0. Los. Hast du quasi in einen anderen Modus umgestellt und jetzt. So, jetzt kann ich. So. Und jetzt bekämpfst du die ganzen Geister. Richtig aggressiv sind die gar nicht mal so. Oh, vergiss es, was ich gesagt habe. Da vorne ist der noch. Mann, ey, diese Kack-Slimes. Genau, diese blöden Slimes. Aber die hast du jetzt natürlich nicht erstellt, die ja, sind einfach so reingekommen. Es gibt den Kriecher, den ich erstellt habe. Wenn der drauf geht, dann spawnt halt so andere. Dann erscheinen andere, ne? Dann erscheinen die Slimes. Ja, das sind beides noch Geister, die du eben noch tötest, ne? Das sind so Geister, sind ja schon tot. Genau, stimmt. Du hast recht, Geister sind ja schon tot, aber die werden nicht attackiert. Das hier ist der Buhu, der deswegen brauchst du auch den Staubsauger, ne? Weil eigentlich mit einem Schwert... Schwierig, ne? Aber warum schießt er denn nicht? Braucht er vielleicht Feuerpfeile? Wäre vielleicht logischer. Ja, ich glaube, er ist jetzt gerade gestorben, ne? Ja, auf jeden Fall sind die jetzt alle. Okay, super. Yannick, ja? Dann danke ich dir für die Präsentation. Ist doch schön geworden, finde ich total super. Ich finde, die Figuren sind total klasse geworden. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, das zu erstellen. Genau. Ja. Okay, dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, warte noch. Ja, was möchtest du noch zeigen? Ich möchte noch was... Eine Sache. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Ja, ne? Ich gehe nochmal in den Game Mode 1 zurück. Ja. Ja, dieser Kack-Roboter da, der mich nicht durchlässt. Quatsch. Nicht das hier. Die Luigis oder die Professor Igits können auch in der Natur spawnen. Und ja, dann haben wir hier eben ein bisschen Quatsch gemacht. Da ist schon eine Professor Igit Armee. Hier sind die Enderdrinks. Und hier war auch ein Danke, Yannick. Dann...